Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Pharao A New Era. Und das ist unser Ergebnis unserer letzten Folge. Wir haben ja die Stadt ein zweites Mal anfangen müssen, weil wir beim ersten Mal ein bisschen zu schnell zu groß geworden sind. Läuft ja jetzt in diesem Spiel ein bisschen anders. Und wir machen auch Gewinnen, wenn ich das richtig gesehen habe. In der letzten Folge. Wir müssen zu unserem Aufseher gehen. Dann haben wir hier unseren Finanzaufseher. Und wir haben netto Einnahmen von 2869, die stehen netto. Ach, das ist voriges Jahr. Oh, ich bin immer ein bisschen irritiert. Also Export, wir haben Einnahmen von 386. Ein- und Ausgaben, so. Also, das passt soweit ganz gut. Ein bisschen Baukosten hatten wir diesen Monat natürlich auch noch. Die müssen wir dann nochmal abziehen und dann, also wir machen auf jeden Fall guten Gewinn. Bin mit dem Papyrus hier immer noch ein bisschen erstaunt, dass die mit dem Papyrus hier irgendwie nicht in Gänge kommen. Hätte ich mir eigentlich vorgestellt, dass das ein bisschen schneller geht. Aber nun gut. Unsere Aufgaben nochmal zur Erinnerung. Wir sollen eine, zwei kleine Masterbars, eine große Master oder mittlere Masterbar bauen. Bevölkerung von 2005. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was tun hier. Aber im Großen und Ganzen sind wir erstmal gut aufgestellt. Also wir Töpferwaren sollten jetzt auch demnächst mal hergestellt werden. Hat der Markt schon welche? Der hat sogar schon Töpferwaren. Sehr schön. Dann so, dieses Haus kann nicht erweitert und muss die Töpferwaren durch lokalen Basar versorgt werden. Ja, das macht der Basar hier doch noch. Macht euch mal keinen Stress. Und das Schöne ist, wir könnten... Ah, guck mal hier. Da, jetzt haben sie auch Töpferwaren bekommen. Gibt kaum Unterhaltung. Ja, das liegt daran, dass wir hier einfach zu wenig Unterhaltung haben. Was ist jetzt tot? So, Bogenschützen haben wir. Waffen importieren wir auch noch keine. Das wäre vielleicht so das nächste Thema, was wir angehen können. Waffen. Also wir können Waffen importieren. Dann würde ich das vielleicht sogar machen. Wir müssen, glaube ich, ein allgemeines Silo mal oder Warenlager mal bauen, wo wir alles einlagern. Was wir nirgendwo anders einlagern wollen. Oh, mal hier oben mit hin. Dann da nichts annehmen und dann kommt alles rein, was wir eigentlich jetzt so kaufen wollen. Können wir eigentlich auch das, den Ton mit reinmachen, wobei Ton wäre ein bisschen zu much, aber wir können mal hier beim Handel Aufseher. Aufseher des Handels haben wir hier. Und dann haben wir irgendwo Waffen. Importieren bis zu 16, weil wir immer nur 16 Soldaten ausbilden. Und dann können wir nämlich auch Fußsoldaten hier ausbilden. Sport für Infanterie. Genau, die können wir hier daneben setzen. Machen wir auch so ein schönes Ding hier drum. So, haben wir in der Aufgabe eigentlich auch Mauern? Nee. So, eine Waffenschmiede. Wir importieren die Waffen einfach nur. So, transportiert Truppen zu weit entfernten Schlachtfeldern. Ein Kriegsschiff, das sich in den kommenden Schlachten stellt. Also, wir haben Arbeitslosigkeit. Ein bisschen hoch. 11%. Ey, hör mal auf zu meckern. Hier oben ist ein neuer Fischgrund. Aber wir haben viel zu viel Fisch. Viel zu viel Fisch. Aber das ist egal. Weil wir den Fisch ja auch exportieren. Und, ich habe ja eingestellt beim Fisch zumindest mal, dass der so lange exportiert wird, wie wir Überschuss haben. Wo ist Pescado? Ja. Exportieren, wenn wir über 2000 sind. Also eigentlich kann ich den ganzen Überschuss da immer rauskloppen. Mit dem Handel, das funktioniert aber, also man sieht irgendwie nicht so richtig, also hier beim Papyrus sieht man das, dass das immer nicht mehr wird, aber hier vielleicht bauen wir noch mal ein Silo für Fisch. Ja, dann verkaufen wir mal unseren ganzen Überschuss. Ah, na, da gehen wir. So. Also, nur Überschüsse exportieren.
So, unsere Gebäude hier, die entwickeln sich weiter. Was ist denn dein Problem? Ihre Stadtkasse sind die Deben ausgegangen. Wie kommt denn das auf einmal? Wir machen noch Einnahmen. Machen wir. Dann machen wir dann schon wieder Ausgaben. Steuer mal ein bisschen hoch und meinen Lohn mal ein bisschen runter. Das ist ja gar nicht mein Lohn, ne? So, jetzt die Gebäude hier. Warum? Die wollen sich nicht weiterentwickeln wegen dem Bazar. Das ist natürlich schlecht. Wahrscheinlich waren die ersten Waffen, die wir jetzt importiert haben, einfach too much. Kann natürlich sein, dass die uns jetzt, die werden günstig werden, Waffen nicht sein. Kann ich vorstellen. Man sieht auch die Preise nicht, ne? So, Ziegel haben wir auf jeden Fall schon mal 1800 da. Die haben wir geschenkt bekommen. Das heißt, wir könnten eigentlich theoretisch mit der ersten Masterbar jetzt schon mal anfangen. So ein bisschen. Mal hier runter. Bauen hier mal über Kreuz. Dann können wir nämlich da auch noch was anderes bauen. Nämlich unser Pavillon. So, wir haben wirklich Glück. Die Wahrscheinlichkeit für eine reichliche Überflutung ist sehr hoch, da wir unter einem glücklichen Stern stehen. Betrachten Sie regelmäßig den Nilometer. Wenn die Weissagung der Priester schlechter werden, muss ich die Stadt darauf vorbereiten. Ja, Futter haben wir mehr als genug. Das ist ja nur fürs Bierbrauen und Bier. Ich glaube, das Lager da oben, guck mal hier. Also, wir könnten wesentlich mehr Bier sogar noch produzieren. Hä, wo geht ihr denn alle hin? Warum hauten die alle ab? Hä? Was ist denn jetzt los? Was war denn das jetzt? Wer ist so eine religiöse Einrichtung? Jetzt kaputt. So, die Leute verherrlichen sie wie ein Gott. Menschen wandern in die Stadt ein. Die Stadt braucht Arbeiter, Vorräte. Wir brauchen Arbeiter. Wir brauchen neues Personal. Dann sag das doch. Okay, dann müssen wir mal den Schrein kurz umbauen. Dann brauchen wir einen neuen Tempel des Tieres. Aber der wird jetzt wahrscheinlich so teuer werden, dass uns das was wohl eher das Genick brechen wird. Wir machen immer noch Ausgaben, das ist ja Wahnsinn. Wie viel haben wir jetzt hier noch? Wie viele Waffen? 12. Und hier haben wir 4 Soldaten. Dann stelle ich da mal den Import direkt mal auf 0. Weil mehr Waffen brauchen wir erstmal nicht. Aufseher des Handels. Und die Waffen. Nichts handeln, so. Waffen haben wir genug, um hier das Ding voll zu machen. Aber warum verdienen wir kein Geld? Das verstehe ich jetzt nicht. So, wir haben Einkünfte. Aber wo haben wir die Importkosten so teuer? Ja. Heißt, wir müssen mehr exportieren. Dann stellen wir hier nochmal ein bisschen was um. Ja. Ein bisschen exportieren. Nur Überschüsse exportieren. Töpferwaren importieren, importieren. Nur Überschüsse exportieren. Leinen haben wir noch keine. Papyrus. Nur Überschüsse exportieren. Also alles raus, was rausgeht. So, was können wir jetzt hier noch machen eigentlich? Wir könnten... Haben wir eigentlich vielleicht Wildtiere hier auf der Karte? Das habe ich noch gar nicht nachgeschaut. Das wäre mal ganz, ganz zu wissen. Also jetzt abgesehen von den Krokodilen. Ich weiß gar nicht, kann man die Krokodile vielleicht auch Jäger platt machen?
Ressourcentechnisch sieht das hier echt gar nicht so gut aus. Jetzt wollte ich ja eigentlich die erste Masthaber bauen, aber das hat sich jetzt erstmal erledigt, würde ich sagen. Aber das wird auch zu... Ja, wobei, wir haben jetzt Import von Steinen, haben wir noch gar keinen, ne? Arbeitslosigkeit dürfen wir auch keinen haben. Bier willst du haben? Okay, dann müssen wir mal da den Handel einstellen. Handeln wir das mal momentan nicht. Wie viel Bier haben wir? 1000. Aber unsere Bewohner wollen auch gar kein Bier haben, ne? Sondern erfüllen wir das mal. Das ist ganz wichtig. Gibt keine Unterhaltung in der Nähe. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen den Bazar, den müssen wir auf jeden Fall da wegmachen. Dann machen wir das mal so. Vorübergehend. Ah, da kommt ein neuer Wohnblock hin. Dann kommt da noch ein Bazar. Da haben wir einen Bazar, der kommt dahin. Einmal so. Einmal so. So, dann brauchen wir noch eine Zisterne, wieder eine neue. Dann hier gerade daneben. Sollte eigentlich ausreichen, um alle Gebäude hier mit Sachen zu versorgen. Und dann können wir nämlich noch ein bisschen Unterhaltung bauen. Ein Musikpavillon. Das ist so groß, das Musikpavillon. Habe ich gar nicht in Erinnerung. Machen wir da nochmal eine kleine Jonglierschule hin und also da auch noch eine. So, und dann machen wir denn jetzt noch hier ein paar Gärten hier nochmal hinzimmern. So, und da wir geldtechnisch gar nicht so schlecht aufgestellt sind, würde ich mal kurz diesen hier machen. Upp. Ich muss auch daran denken, dass das Steuereinnahmen sind, die wir hier generieren, ne? So, 1000 Menschen haben wir jetzt. Arbeitslosigkeit ist bei 9%, also hervorragend, wie hier alles läuft. So, ihr braucht jetzt mehr Unterhaltung. Das heißt, wir bauen unseren Tempel jetzt mal woanders hin. Und zwar kommt der Tempel. Tempel des Osiris, der kommt jetzt hier hin. Warte, den machen wir. Doch, doch, den bauen wir da hin. Reißen den Tempel des Osiris ab. Und dann. Ah, wir haben nochmal Ziegel bekommen. Das heißt, wir müssen irgendwo nochmal ein Lager für Ziegel aufmachen. Ziegel, alles annehmen. So. Dann kann der hier Ziegel einlagern. Waffen haben wir ja. Also die Waffen, die sollen sie erstmal verbrauchen. Aber wir machen jetzt auch wieder Gewinne. Also die Stadt wird reicher. So. Dann die machen wir hier nochmal eine Musik. Also, da haben wir Musikpavillon. Können wir da hinsetzen? Annehmen. Jetzt haben wir hier auch schon mal wieder einen Schwung. Ich muss mit der Masthaber auf jeden Fall anfangen. Gleich, weil wir müssen die Ziegel auch loswerden. Wenn wir die ganze Zeit umsonst kriegen, geht das da ja nicht hin. Achso, ja. So, dann haben wir hier eine große Bühne. Dann brauchen wir natürlich auch noch die entsprechenden Ausbildungsstätten. Einmal. Und das und die Tanzschule.
Hier hinten hin. So, dann sieht das doch hier alles erstmal ganz schickimicki aus. So, Arbeitslosigkeit in der Stadt 15%. Ah, guck mal hier. Da. Wollen sie auch Bier haben, die Herrschaften? Es gibt zu wenig Unterhaltung. Sind die immer noch am Rummotzen. Aber Steuern bezahlt ihr schön, ne? Wir gucken mal kurz auf die Steuereinnahmen. Steuereinnahmen 542 dieses Jahr. Einkünfte 3017. Wenn wir jetzt die Importkosten mal wegnehmen. Ne, die Importkosten, die müssen wir dazu nehmen. Die Bau wegnehmen. Dann haben wir einen dicken Überschuss aktuell. Aber was importieren wir denn noch so viel, dass das hier so viel Kohle ausmacht? Wahrscheinlich wird das der Ton sein, ne? Was importieren wir? Ton. Gehen wir mal auf 500 runter, dann, dass wir nicht so viel importieren. So, dann haben wir das doch. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier noch machen können. Also unsere Silos, die werden hier auch voller. Aber der Fisch wird ja exportiert. Normalerweise müssen wir gucken, dass wir mehr exportieren, als wir importieren, ne? Bruttoinlandsprodukt und so. Export, Import. Export ist höher als Import. Guck mal. 200 Deben. Also das gleichen wir auf jeden Fall aus. Das heißt, die Steuereinnahmen, die wandern in unsere Stadtkasse. So, also mehr Unterhaltung wollt ihr haben. Ein Magistrat willst du haben. Ein Magistrat ist doch gar kein Problem. Dafür haben wir doch unser Gericht. Steuereintreiberbüro, persönlicher Wohnsitz, den brauchen wir noch. Eine Schreiberschule. Wird die Bildung der Stadt verbessern. Warum haben wir hier noch keine Schreiberschule? Bauen wir doch. So, das sieht doch hier ganz schickimicki aus. Jetzt geht es eigentlich nachher nur darum, möglichst viele Einwohner in die Stadt zu holen. Wenn wir alle anderen Aufgaben erledigt haben. Also für Krieg sind wir auf jeden Fall gut vorbereitet. Sollte es dazu kommen, natürlich, ne? So. Also das ist schon mal alles tutti hier. Dann nehmen wir mal die erste Arbeitslosigkeit schon wieder. 23%. Das ist ein bisschen viel. Großwerkstatt, Brauerei, Weberei. Ziegelei produziert Ziegel aus Ton und Stroh. Stroh haben wir aber nicht. Lein aus Flachs. Flachs können wir selber anbauen. Wir hier mal kurz diesen da machen und diesen da. Das hier. Da, da auch nicht. Da auch nicht. Werft. Nee, auch nicht. Weil irgendwo. Ah, genau, hier. Eine Brücke. Können wir hier nicht hinbauen. Also müssen wir das mit dem Fährhafen machen. Können wir Schilf exportieren eigentlich? Das wäre doch mal eine Maßnahme, oder? Warte. Nimmst du Schilf? Nee. Nimmt hier einer Schilf? Salat, Bier, Schmuck. Nee, will keiner haben. Aber Ziegel können wir exportieren hier. Aber wir könnten mal ein Fest hier veranstalten. Hier geht's fest. So, dann können wir nämlich hier drüben loslegen mit Flachs. Erstmal nicht so viel sein. Das könnte erstmal genügen.
das hier gerade? Hat nochmal Fett hier. Da ist jetzt nicht hundertprozentig, aber zumindest können wir da mal dann jetzt erstmal den Flachs schon mal. Weil dann können wir nämlich Sachen herstellen, also nochmal neue Sachen, dann kriegen wir die Arbeitslosigkeit auch ein bisschen runter. Mal kurz gucken, wo wird ein Flachs eingelagert? Ich hoffe doch nicht in so einem Silo. Nö. Also können wir da ein Lager einbauen und da kommt nichts rein, außer Flachs. Alles nehmen. Und dann können wir hier das nächste Gewerbegebiet bauen. Hier zur Not auch nochmal ein paar Papyrus-Werkstätten hinsetzen. Damit wir das hilft ja auch gegen Arbeitslosigkeit. Wir verdienen mit dem Papyrus ja Geld. So, und dann machen wir auf der anderen Seite, machen wir dann unsere Webereien hin. Arbeitslosigkeit 22%. Das sollte gleich sich hoffentlich dann bessern. Das dauert jetzt noch einen Moment, bis die in Betrieb gehen. Das dauert noch. Und dann brauchen wir hier aber nochmal ein Silo, also ein Lager. Da ein Lager. Gehen wir da hin. Und dann wird hier nur angenommen, nichts annehmen. Und da wird dann nur Leinen angenommen. Wird ja Leinen hergestellt hier drin, oder? Genau. Und Leinen können wir exportieren. Und das Ganze können wir sogar dahin exportieren, wo wir alles schon hin exportieren. Dann haben wir Timna eigentlich komplett mit dem Export zugeballert. Außer Bier. Aber Bier kann ich jetzt auch wieder exportieren. Den Überschuss, weil wir... Oh, guck mal, die Gebäude sind noch weiter nach oben. Der Drillplatz. Der wirkt sich negativ aus. Okay, dann machen wir den mal weg. Also, nee, wir müssen mal kurz hier oben das im Auge behalten mit dem Geld. Wir haben schon wieder ein bisschen übertrieben. Aber wir können Leinen, nur Überschüsse, geht weg. Und Bier, nur Überschüsse. So. Töpferwaren, Ton wird importiert bis 500. So, dann konzentrieren wir uns mal hier auf die Masterbar, auf die erste kleine Masterbar. Die ist ja eh umsonst. Oder sollen wir erstmal die große bauen? Weil die dauert ja länger. Ne, wir machen erstmal die kleinen. So, dann brauchen wir da eine Maurergilde. Ein Arbeiterlager. So. Oh, guck mal, wie viel Kohle wir jetzt haben. Holla die Waldfee. Unser ganzes Bier wurde hier exportiert. Leinen schon am Arbeiten. Oh ja, Leinen wird auch schon hergestellt. Sehr schön. Ah, jetzt machen wir mal Geld. Aha. Ja, hier. Ganzen. 4187 Import. Da haben wir exportiert und 152 Deben haben wir für Import bezahlt. Also wir sind auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Dann können wir jetzt doch mal hier loslegen. Arbeitslosigkeit sind wir bei 22%. Das heißt, wir können da immer noch ein bisschen was tun. Ah, hier zieht schon wieder die Hälfte aus. Aber wieso passiert denn das ständig? Das ist ja schon das zweite Mal. Das ist wahrscheinlich wegen... Äußerst wandern in die Stadt ein. Arbeitslosenquote bei 11%. Vorräte für ein... Das ist, glaube ich, weil wir... Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir einfach zu hohe Arbeitslosigkeit haben. Wir müssen unsere Leute beschäftigen. Das heißt, wir können es hier nochmal ein bisschen übertreiben. Und dann bauen wir doch hier die zweite Masterbar hin.
Schade, dass man die nicht nebeneinander, also gegenüber voneinander bauen kann. Und die große Masterball, die kommt dann dahin. So, Tal der Könige bauen wir hier. Ah, das sind unsere Häuser wieder. Der Drillplatz, genau, den wollte ich ja umbauen. Ah, den muss ich erst abreißen. Okay, machen wir. Dann kann ich den hier neu bauen. Oh, der passt hier sogar genau hin. Eine Klicke, es fehlt nicht nur der Zugang zu einem Einbalsamierer, der Zugang zu einem Arzt ist ebenfalls nicht ideal. Das ändern wir doch, ist doch gar kein Problem. Arztpraxis, bauen wir doch hier mal eine hin. Jetzt haben wir noch Platz dafür. Der andere ist nämlich da drüben. Und ich glaube, einen Zahnarzt haben wir noch gar nicht, ne? In der ganzen Stadt. Das können wir aber auch noch machen. Dann haben wir auch gleich wieder Arbeitsplätze geschaffen. Apotheken. Haben wir Apotheken? Wo sind die Apotheken? Machen wir doch hier noch eine hin. Wo sehen die Apotheken aus? Da habe ich hier noch eine und da drüben bauen wir auch noch eine hin. So. Dann lübt das doch. Wieso hast du keinen Zugang zur Straße? Ach ja, klar. Das ist hier oben dasselbe. So, nochmal wegmachen. Ups, jetzt habe ich den Schrein weggeknallt da. Können wir hier vielleicht auch nochmal einen hinsetzen. Also, wir brauchen nochmal eine Apotheke. Zahnarzt war der da. Machen wir den dahin. Eine Arztpraxis haben wir, die funktioniert. Und dann haben wir noch die Apotheke. Machen wir hier eine hin. Und da haben wir schon eine. Dann lübt das doch. Und dann sind wir hier auch gerade nochmal wieder nach oben gegangen. So, urkündlicher Gelehrter, die aufgewählt, sie übrigens Handelsschiffe in Gefahr, da will die Stürme auf dem Meer toben. Es kann Monate dauern, bis sich das Meer beruhigt und die Kaufleute sich wieder aufs Wasser hinauswagen. Bis dahin können wir keinen Handel über Wasserwege betreiben. Okay, damit können wir natürlich auch noch jetzt mal Arbeitsplätze schaffen, indem wir mal ein paar Häfchen bauen. Und zwar Dock, Bazar, da nicht, da nicht, da. Ein Kriegshafen. Die passen hier nicht hin. Nicht schlecht. Also müssen wir hier... Kriegshafen und Transporthafen. Guck mal, den Transporthafen, den kriegen wir hier hin. Aber den Kriegshafen nicht. Kriegen wir jetzt aber dahin. Und eine Werft brauchen wir noch. Ja. Wohin mit der Werft? Guck mal, hier passt sie hin, aber da... Nee, da passt sie auch nicht hin. Aber doch, wir haben doch hier eine Werft. Was erzähle ich denn für einen Quatsch? Arbeitslosigkeit. Bei 17%. Wird besser. Wenn die Gegend attraktiver wird. Ja, was kann ich denn in der Gegend jetzt noch machen? Außer Gärten vielleicht nochmal bauen. Können wir mal machen. Geld soll es nicht mangeln hier. Wir haben schon wieder so eine Auswandererwelle hier. Magistrale oder Gericht? Okay. Dann bauen wir doch nochmal ein Gericht hier oben hin. Das ist auch kein Problem. Und dann bauen wir da auch nochmal ein paar Steuereintreiberbüros. Da und da. Hier hinten machen wir auch noch eins. Gut für die Arbeitslosigkeit.
wir dann dadurch senken und mein persönlicher Wohnsitz, der kommt hier oben hin. So, weil wir wollen ja auch dann wieder gucken, dass wir unser persönliches Bedürfnis hier ein bisschen erfüllen. Wir haben Sparguthaben. Ich bin königlicher Gelehrter und so bezahle ich mich auch. So, Papyrus läuft. Guck mal, wie viel Kohle wir haben. Und hier läuft es auch richtig gut. Sind unsere Steine schon aufgebraucht? Ne, noch nicht ganz. Da können wir auch noch mal ein bisschen in die Arbeitslosigkeit drücken. Arbeiterlager. 20 von 20. 10 von 10. Wunderbar. Gut, dann können wir anfangen, eigentlich Steine zu importieren, weil selber Steine herstellen. Doch, wir können, wir haben doch Ziegeleien, oder? Wir können doch unsere Steine selber herstellen. Aber wir haben keine Tongruben. Das ist ein Problem. Und wir können auch nicht sehen, was günstiger ist, ne? Wenn wir jetzt hier Handel betreiben wollen würden, mit denen da. Man sieht ja nicht, wie teuer das ist. Mal Ton kriegen wir da her. Dann importieren wir doch mal Ton. Importieren nach Bedarf. So. Wird jetzt zwar teuer, aber da müssen wir vielleicht nochmal Gedanken machen, ob wir nochmal irgendwas exportieren können. Das ist eine Seehandelsroute. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil wir eigentlich... Ich hätte ja jetzt eher damit gerechnet, dass das... Hey! Dass hier oben eine Seehandelsroute ist, aber das ist eine Landhandelsroute. Was haben wir hier? Menefa. Kauft Gerste, Bier, Schmuck, Ziegel und Salat. Haben wir alles. Also klar, Ziegel brauchen wir. Da wird gar nichts gekauft, aber ist auch alles zur See. Babylos haben wir da oben noch. Auch zur See. Edelsteine und Schmuck. Peribit ist auch zur See. Kaufen Ziegel, Leine, Edelsteine, Schmuck und Holz haben wir alles nicht. Also wir bleiben... Oh, guck mal, hier unten die Oase, die ist ja auch noch da. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei Tim da. Und dann importieren wir mal den Ton. Und wir werden unsere Gerste nicht los. Wie sieht das hier drüben aus? Ist auch schon voll hier drüben. Arbeitslosigkeit ist bei 3%. Ja, ich gebe dir, Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Aber ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein von dieser Folge. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge mit Pharaoh New Era. Wenn ihr da wieder mit dabei sein wollt, dann denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, kommt auf den Discord. Link ist in der Videobeschreibung. Lasst Kommentare da und Däumchen nach oben. Und für alle von euch, die mich aktiv unterstützen wollen, dazu habt ihr natürlich die Chance, wie immer, indem ihr ein Mitglied werdet. In dem Sinne, ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.